Hallo im Küchengarten. Ganz herzlichen Dank für all eure Genesungswünsche zu meinem letzten Video. Ich habe die Corona-Infektion sehr gut überstanden. Ich bin zwar immer noch ein bisschen schlaff und habe noch ein bisschen Schnupfen, aber ich bin negativ getestet. Und ja, jetzt geht es mit vollem Elan daran, dass ich hier im Garten mich für den Herbst und den Winter vorbereite. Ich bin zwar schon etwas spät dran, aber probieren geht über studieren. Ich habe ja Pflanzen gekauft, aussehen wollte ich noch, Zwiebel und Knoblauch will ich stecken und das mache ich jetzt alles. Und was gelingt, das gelingt, was nicht, verbuche ich unter dem Motto Try and Error, also versuchen und ausprobieren und Fehler machen. Aber das ist ja so beim Gärtnern, das kennt ihr bei mir. Ich probiere aus, ich versuche und erhoffe mir, das meiste hier aus dieser ganzen Situation herauszuholen. Auf jeden Fall stecke ich nicht den Kopf in den Sand, sondern weiter geht's. Was ich auf jeden Fall schon gemacht habe, bevor ich krank geworden bin, ist in diversen Hochbeeten Feldsalat auszusehen. Immer wenn etwas freigeerntet wurde, habe ich dort Feldsalat ausgesät. Da ist bis jetzt noch nichts hochgekommen, es ist noch nichts zu sehen, aber dazwischen war es ja teilweise immer noch sehr heiß. Ich denke jetzt, wenn die Temperaturen heruntergehen und es feucht bleibt, dann werden diese kleinen Pflänzchen schon fleißig sprießen. Das Tolle am Feldsalat, in Österreich der Vogelsalat, hier in der Schweiz der Nüsslisalat, das ist immer dasselbe, nur immer ein anderer Begriff dafür. Also das Tolle daran ist ja, dass der auch im Winter wunderbar bei der Kälte überleben kann. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass man ihn nicht erntet, wenn es Frost hatte, also wenn er gefroren war, weil sonst ist er sofort lapprig, löntrig und lätschert. Ich bin heute dreisprachig. Genau, man wartet einfach, bis ein sonniger Tag ist und die Pflanzen aufgetaut sind, wieder Wasser aufnehmen konnten. Dann sind sie schön knackig und entfalten ihren nussigen, herrlichen Geschmack. Ja, was haben wir denn da für eine ganz besondere Entenrasse? Luki hält sich anscheinend teilweise für eine Ente und lässt sich das Entenfutter gütlich schmecken. Luki, bist du eine Ente? Hier in meinem Beet an meiner Hauswand habe ich auch schon wieder Platz für eine Herbst-Winter-Bepflanzung. Da habe ich eine schöne Auswahl. Zuerst einmal Federkohl, der ist wunderbar für den Winter, da kann man ihn auch herrlich ernten. Und wenn er für uns dann schon fast zu viel ist, lieben ihn meine Enten in ihr Wasser hinein. Es gibt ihnen dann im Winter noch eine schöne Portion Grün. Und davor kommt Zuckerhut, auch ein wunderbarer Wintersalat. Das pflanze ich jetzt hier mal ein mit einer schönen Portion Dünger, damit es jetzt noch schön groß wird, bevor es dann zu kalt wird. Man sieht hier wunderbar durchwurzelt. Das reiße ich jetzt hier ein bisschen auf, damit die Wurzeln bald anfangen, sich wieder schön zu verzweigen. Unteren Blätter sind eh hässlich, die reiße ich ab und dann schön tief einsetzen. Die werden ja recht groß, als Abstand nehme ich hier doch 40 cm. Und davor kommt der Zuckerhut. Hier in Hochbeet Nummer 1 habe ich schon alles abgeerntet und dann habe ich mir verschiedenste Kohlpflanzen gekauft, Winterkohlpflanzen, einen Federkohl, grün, genau. Und was habe ich hier noch?
eine Weißkohl-Wintersorte. Und dazwischen möchte ich noch, der schaut schon etwas arm aus, der Kerl, aber der erholt sich schnell, wenn ich ihn eingepflanzt habe. Zuckerhut, den ich in diesem Jahr noch abernten werde können. Bei diesen Pflanzen bin ich mir nicht mehr sicher, da bin ich wirklich schon etwas zu spät dran. Allerdings, die wachsen dann im Winter zwar nicht weiter, aber im Frühling geben sie dann richtig schön Gas und dann kann ich sie ziemlich bald im März, Mai schon ernten. Was ich hier auf jeden Fall noch mache, ist das ganze Beet nachher mit einer Schutzhaube zu überdecken. Erstens hilft das ein bisschen auch gegen die kalten Tage und zusätzlich natürlich, es ist immer noch der Kohlweißling unterwegs, wenn die Tage wieder wärmer sind und auch die weiße Fliege und da möchte ich meine Kohlpflanzen natürlich davor schützen. Was ich auch noch mache, ich habe hier meine organischen Düngerpellets und als guten Start- und Langzeitdünger gebe ich jedem der Kohlpflänzchen noch eine Handvoll mit ins Pflanzloch. Nachdem ich alles ausgepflanzt habe, habe ich den Boden hier auch noch gemulcht und zwar mit meinem großartigen Beinwell. Da habe ich ja ein Video dazu gedreht, was für eine unverzichtbare Pflanze das in einem Naturgarten ist. Ich verlinke euch das hier oben. Und zwar habe ich ihn ein letztes Mal abgeerntet. Es hat einen richtig schönen großen Haufen gegeben. Den habe ich nachher einfach mit so einer Heckenschere klein gehäckselt und dann habe ich das Ganze großflächig hier über den Boden verteilt. Das hält den Boden nicht nur schön feucht, sondern auch noch warm, wenn es jetzt immer wieder kühler wird und führt dem Boden auch noch sehr wertvolle Nährstoffe zu. Das fällt jetzt innerhalb von 2 Tagen wirklich schön zusammen, bedeckt den Boden und gibt für die Bodenlebewesen auch noch Nährstoffe und Nahrung. Jetzt geht es noch ans Schützen der ganzen Geschichte. Da spanne ich einfach so ein Kulturschutznetz drüber, was die kleinen fliegenden Schädlinge fernhält. Da habe ich hier so Armierungseisen auf die richtige Größe zugeschnitten. Die stecke ich hier einfach im Abstand in den Boden, immer gegenüberliegend. Nachher spanne ich solche Kabelrohre drüber und dann kann ich wunderbar dieses Netz drüber legen und die Pflanzen haben darunter auch noch schön Platz, um in die Höhe zu wachsen. Was natürlich beim Winteranbau auch nicht fehlen darf, sind Knoblauch und Zwiebel. Da solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr eine Wintersorte habt, also keine, die das Jahr über wächst, weil denen ist dann zu warm. Und sonst ist da eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Düngen tue ich die immer erst im Frühling. Worauf ich schon noch schaue, ist, dass ich sie nicht zu weit oben einsetze, weil die frechen Amseln sie mir sonst im Winter immer ausscharren, weil sie das Grün gerne fressen wollen oder vielleicht denken, der Zipfel oben von der Zwiebel ist ein Wurm. Aber sonst sind die problemlos, beide Sachen und eine ganz tolle Kultur über den Winter. So habe ich nämlich schon im Juni, Juli meine ersten eigenen Zwiebel und Knoblauch aus dem Garten. Thank you.
unbedingt aussehen, möchte ich auch noch viel mehr Feldsalat. Denn der wird im Winter so gern gegessen von meiner Jungmannschaft. Dann die Winterkresse, die kann man wunderbar auch im Freiland aussehen. Ich habe mir aber überlegt, dass ich sie zusätzlich auch noch im Gewächshaus anbaue, nachdem mein Paprika abgeerntet ist dort drinnen. Und dann die Kerbelrübe, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich euch oben in der Ecke. Die kann man sogar bis in den November hinein aussehen, weil sie Frost braucht, um zu keimen. Die erntet man dann, mal nachschauen, im Juni des nächsten Jahres. Bei dem ersten Anbauversuch hatte ich nicht so viel Erfolg, aber probieren geht über studieren und ich möchte es auf jeden Fall noch einmal versuchen. Es hat allerdings jetzt dann ganz stark zu regnen begonnen, deswegen hebe ich mir das für Ende der Woche auf. Da soll es wieder schön sonnig werden, dann werde ich all diese Sachen aussehen und meinen Winteranbau abschließen. Und was ich auch noch habe, ist Winterlauch. Den habe ich schon vor etlichen Wochen vorgesät. Der ist jetzt hier in diesem Mini-Gewächshaus auch schon total eingepfercht. Wie gesagt, ich bin viel zu spät dran. Aber trotzdem werde ich den demnächst auch noch in ein Beet bringen und hoffe mir, dass er noch was wird. Vielen Dank, dass ihr mich auch heute wieder durch den Küchengarten begleitet habt. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf oder schreibt mir einen Kommentar. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit in euren Gärten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!